Wenn verarbeitetes Fleisch gleichzusetzen ist mit Zigaretten, wie kann es dann legal sein, dass Kinder sich so ernähren? Ich dachte, diese Infos seien neu, aber viele dieser Studien gibt es schon seit 50 Jahren. Ich konnte nicht glauben, dass ich fast mein ganzes Leben verarbeitetes Fleisch gegessen hatte und jetzt erst herausfand, wie gefährlich es ist. Warum hatte ich es nicht von der amerikanischen Krebsgesellschaft erfahren? Ich war schockiert, dass ich keine dieser Informationen auf ihrer Homepage fand. Noch schockierender war, dass auf dieser Gesundheitsseite sogar Lebensmittel der Gruppe 1 karzinogen wie verarbeiteter Truthahn und Dosenfleisch empfohlen wird. Und das, nachdem die Weltgesundheitsorganisation in über 800 Studien den Zusammenhang von verarbeitetem Fleisch und Krebs bestätigt hat. Sie sind mit der amerikanischen Krebshilfe verbunden. Ich bin Sam, Spezialist für Krebsinformationen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich frage mich, warum Sie auf Ihrer Website industriell verarbeitetes Fleisch empfehlen, obwohl die Weltgesundheitsorganisation es als Krebserreger der Gruppe 1 klassifiziert hat. Der gleichen Klassifizierung wie Rauchen, Asbest und Plutonium. Das wäre genauso, als wenn eine Lungenvereinigung auf Ihrer Website zeigt, wie man sich Zigaretten dreht. Bitte warten Sie einen Moment. Er konnte meine Fragen nicht beantworten und sagte, jemand würde mich zurückrufen. Ich hatte immer Angst vor Krebs, da meine Großmutter und mein Großvater an Krebs gestorben sind. Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn Sie den Zusammenhang von Ernährung und Krebs gekannt hätten? In den Vereinigten Staaten stirbt jeder Vierte an Krebs. Toll, eine Zusage für ein Interview. Also gingen wir zu dem Termin mit einer Repräsentantin der amerikanischen Krebshilfeorganisation und der Wachmann sagte, es gebe kein Interview. Denn nachdem ich der Repräsentantin gestern erzählt hatte, dass das Interview über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs sein sollte, wollte sie kein Interview mehr geben. Nach wiederholtem Fragen per E-Mail, warum sie mein Interview ablehnte, indem wir nur über Ernährung und Krebs sprechen würden, hörte sie auf zu antworten. Warum wollte eine Repräsentantin der amerikanischen Krebsgesellschaft nicht darüber reden? Aber ich fand eine Interessengemeinschaft aus Ärzten, die bereit war, über die Verbindung zwischen Standardernährung und Krankheiten zu sprechen, die über Krebs hinausgehen, und holte nochmal meinen alten Superblue-Bus raus. Zwei Drittel der Erwachsenen sind heute übergewichtig oder fettleibig. Es ist eine regelrechte Epidemie, die wir mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil kreieren, und die wir mit unseren aktuellen Pflegeprogrammen kaum bewältigen werden. 70% der Todesfälle sind Folgen von Diabetes, Arthritis, Herzerkrankungen, Demenz, Fettleibigkeit oder Krebs. Alle Daten besagen, dass diese Todesfälle und die Morbidität meist ernährungsbedingt sind und vermeidbar wären.